So, jetzt ist die große Frage, geben wir Flink den ganzen Schatz, geben wir Flink was von dem Schatz ab oder behalten wir den Schatz für uns? Fragen über Fragen. Also, es wäre dann Tiergärtner, Elfenstadt. Ja, was ich auch noch machen möchte, bevor wir dann weitermachen, ist hier oben die Drachenkind töten. Die sind nämlich nur Stufe 20. Sollten also mittlerweile von der Heldengruppe gut tötbar sein. Aber ja, erstmal den Schatz zu Flink. Ich glaube, ich werde speichern und gucken, was bei rauskommt, wenn ich ihm den Schatz nicht gebe, also nicht teile mit ihm. Vor allem, was an Erfahrungspunkten rauskommt. Und was dabei rauskommt, wenn ich den Schatz mit ihm teile. Hi. Ah, ihr seid es wieder. Dort gab es keinen Schatz. Was? Verflucht, ich hätte mitgehen sollen. Keinen Schatz? Nein, nur Schnee und Tod. Dreimal verflucht, es stand doch in dem Buch. Und ihr lügt mich auch nicht an? Nein, ihr wollt einen Runenkrieger einen Lügner nennen? Ihr könnt lügen wie jeder andere. Aber ihr könnt auch Armeen aus dem Nichts beschwören. Von daher schweige ich lieber. Tut das, mein Freund. Tut das. Wow, das waren sehr viele Erfahrungspunkte. Jetzt mal gucken, was kriegen wir. Eine Sternmütze. Was? Eine Sonnenmünze? Okay. Sonnenglanz. Klingt nach einem Gegenstand. Drachenmaul. Ring der Gnade. Nachtmar. Kämpferin Kamina. Rune. Oh. Helm der Meister. Ja, den sehen wir hier. Und der Schlachtspieß und 30 Gold. Okay. Das heißt, Startmenü mal bitte. Gucken wir mal kurz, was wir kriegen. Also ja, wir machen es folgendermaßen. Wir veralbern ihn. Ah, ihr seid es. Dort gab es kein. Was? Nein. Dreimal verflucht. Nur ein Scherz. Hier ist der Schatz. Wunderbar. Sagte dir nicht, dort wachen 15 Skelette? Ich? Nein, ihr müsst mich falsch verstanden haben. Die Garde bestand aus 50 Kriegern. Aber ich bin froh, dass ihr den Sieg errungen habt. Ich auch. Teilen wir den Schatz. Ich hätte hier einen Meisterring der Diebe. Das wäre doch eine gute Entlohnung für euch. Wollt ihr mich beleidigen? Schon gut, schon gut. Teilen wir. Ihr bringt mich noch ins Grab. So. Oh, das waren wirklich ein paar mehr XP. Gut. Ich krieg die Sternmünze. Ah, nicht schlecht. Ich krieg den Nachtmar. Ich krieg die Kämpferrune. Ich krieg den Schlachtspieß. Und 15 Gold. So, das heißt, die Kämpferin hier muss ausgetauscht werden. Tut mir leid für dich. So, und du? Bist unglaubliche Stufe CR, also hast 10 auf beliebt auf leichte Kriegskunst. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall
Sägeschwert des Berserkers. Du bist eine Kämpferin, gell? Ja. Also das heißt, du kriegst so eins in die zweite Hand, außer... Ne, du kriegst Eiswind in die zweite Hand, so. Rüstungsmäßig kriegst du auf jeden Fall die Berserker-Rüstung. Und die Berserker... Ach nee, das war Helm, gell? Ja, das waren die drei Teile und... Hui, es leuchtet. Wir haben es komplett. Das heißt, hosenmäßig... geschmeidige Kettenbeinlinge oder Beinlinge des Paladins... Würde ich sagen, geschmeidige Kettenbeinlinge. Sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Ein Glut... Oh, was haben wir hier? Gildenring. Ja, auf jeden Fall. Und ein Ring der Gnade. Ne, Meisterring der Diebe. Gut. Ja. Aber ja, wir haben eine Sternmütze gekriegt. Das, wirft ein ganz anderes Licht jetzt wieder auf die Sache. Nämlich, dass wir noch eine Schatzkiste plündern können. Und dafür brauchen wir, glaube ich, eine Sonnenmünze. Das heißt, wir müssen uns bei ihr wieder eine Münze zurückkaufen. Ja, was okay ist. Denke ich mal, hoffe ich mal. Aber cool, wir haben jetzt eine Kämpferin. Als nächstes dann ihn hier. Und auf 28 die da. Schön. Oh, ach ja. Euch mal nach da oben. Schicken. Stehe bereit. Und ja, wir sind Sidequest frei. Das heißt, das waren alle Sidequests in Breath of Winter. Wir haben nur noch die Hauptstory. So, du hast schwarze Essenz, Schmerz und Aura des Lebens, Ops. Die Rune befiehlt. So, Huldis. Ich hätte gern die Sonnenmünze zurück. Ist nur ein Gold. Gut. Dafür kannst du die hier haben. Okay. Und kannst die Kämpferin haben. Gut. So. Zauber haben wir keine gekriegt, die wir verkaufen können.
Wir haben noch zwei Level-Ups. Eins geht in Ausdauer und das andere müssen wir dann gucken. Mal überschreiben. Auf mein Kommando. Schnell! Dann gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt. Also abgesehen von durch die Drachkind durch. Berserk, Segnung und Zuflucht hast du. Auf mein Schnell! Zeichen. Also Schneedrachlinge sind's, um genau zu sein. Und los! Zur Ehre Aonirs! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Netter Versuch, schließ die Reihen. Jetzt bin ich dran! Dann halten, Männer! Also sobald sie im Nahkampf sind, sind sie eigentlich keine Bedrohung mehr. Auf mein Zeichen. Und los. Oh, vorwärts. Nice Zauber. Folgt mir. Vorwärts. Schnell. Folgt mir. Zur Ehre Aonirs. Dann halten, Männer! Ja, vorwärts. Meine Macht gehört euch. Auf mein Kommando. Schnell! So, mach die mal aus und regeneriere. Mir nach! Auf meinen Folgt Befehl. Mir. Vorwärts. Okay, folgt weiter mir. Können wir nicht. Gut. Hier, sofort. Das heißt, wir haben jetzt keine andere Wahl. Mir nach. Ich verkaufe noch den Zauberspruch bei Uldis. Dann holen wir uns noch aus einer der beiden Truhen in den Schatzkammern den Loot. Also den Schatz. Dann sehen wir weiter. Dann werde ich wahrscheinlich vor dem Abgrund speichern, in den Abgrund gehen. Mal gucken, hat Darius uns noch was Interessantes zu sagen. Ich gucken wir, ob Elone uns noch was Interessantes zu sagen hat. Was gibt es, Freund? Nein, nichts Neues. Okay. Ist ein bisschen hart für Tyrgan nach eigentlich. Sie haben ihre beiden Hohenpriesterinnen verloren. Also die eine, die Miratur, den Fjaldak bewacht hat, und die andere, die hier geherrscht hat. Was wünscht ihr? Nichts, okay. So, die Münzen will ich behalten. Ich will nur das verkaufen.